Das war ja hohe Mathematik, wie ich das hier gemacht habe. Einmal normal, bitte. Einmal normal, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Mensch, kommen da immer noch mehr. Und weiter geht's. Machen wir jetzt ja wahrscheinlich richtig Kilometer. Ja, spielende Kinder. Dann kommt jetzt die U-Bahn-Haltestelle Oskar Heleneheim. Aber wie gesagt, solange die nicht angesagt wird, kann mir das ja eigentlich ziemlich schnubbe sein. Weil solange sollte hier keine Haltestelle dazu kommen. Hoffe ich mal. Man weiß es ja nicht. Ist ja immer noch Omsi. Er sieht jetzt mittlerweile auch schon ein gutes Stück ländlicher aus. Hier ist der Waldfriedhof. Was heißt ländlich? Aber es sieht zumindest nicht mehr ganz so innerstädtisch aus. Wenn die Sonne da jetzt gleich noch stärker rauskommt, dann muss ich sonst noch das hier Visier gleich runterklappen. Oh. Ja. Da wollen viele, glaube ich, mit der U50, mit der X10 fahren. So. Ja. Moin. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein, bitte. Einen normalen Fahrschein, bitte. Das ist 3, 5, 7, 9, 10. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Na komm, Umi, zuckelt euch rein. Hallo. Hallo. Ja, dann würde ich sagen, 3 Minuten oder 2 Minuten ist ja nicht wirklich zu früh. Und ab geht's. Ich bin wirklich gespannt auf dieser Strecke. Also ich lasse den Blinker jetzt einfach die ganze, den Scheibenwischer, glaube ich, einfach die ganze Zeit an. Weil es wird sonst wahrscheinlich doch zu schlecht sichtbar. Na, und es gilt jetzt wieder das übliche, solange mir keine Ansage kommt, dürfte die Haltestelle noch etwas entfernt sein. Oh. Genau, die Schützallee. Das müsste sie dann ja sein. Ups, war jetzt nicht gerade schön. Dafür aber selten. Darf ich auch hier schon mal eben auf die mittlere Spur fahren. Und dann geht's gleich weiter. Ja, wenn ihr wisst, wie das mit den X-Bussen, wie gesagt, ich war halt
zwar schon mehrmals in Berlin, bin aber hauptsächlich U-Bahn gefahren. Und wenn ich mit dem Bus gefahren bin, dann hatte ich mir das vorher rausgesucht und ich habe mich dann nicht um... wahrscheinlich ist es irgendwie Express 10, vermute ich. Ja, vielleicht kann das ja einer bestätigen oder sagen, nee, Bacon, das ist alles ganz anders. Du hast ja keine Ahnung, du weißt nichts, Bacon, L'Orange. Dann sage ich ja. Das stimmt. Ja, schön. So, holen wir nochmal einen Autofahrer. Ich bin ja innerstädtisch und nicht auf einer Autobahn. Da darf ich ja auch überholen. Da kommt wohl wieder sowas wie eine Busspur. Steht natürlich ein Assi direkt vorne zu Beginn drauf. Der soll man direkt abschleppen. Ja gut, die nehme ich nicht. Unser Ziel ist die Zehlendorf-Eiche. Vielleicht sollte ich auch nochmal bei ein paar anderen Karten vielleicht auch nochmal sozusagen vielleicht nochmal spielen, um einfach zu gucken. Echt, der ihr parkt in der zweiten Reihe. Ihr seid schon Helden. Meine Hoffnung ist, dass der PKW langsam anfährt. Kann ich nochmal eben vorbeiziehen. Oh, hier sogar mit Fahrradampel. Da. Ah, ob die denn auch funktioniert. Machen wir schon mal einen Blinker an. Ja, der biegt sowieso rechts ab. Wunderbar. Dann sind wir hier am, nicht Terminus 1.12, sondern Zehlendorf-Eiche. Da haben wir uns mal eben gut vorgedrängelt vor die 115, die jetzt hier wahrscheinlich gleich hinter uns steht. Oh, haben wir jetzt sogar noch kurz Zeit. Nehmen wir einmal, ich finde das ja immer toll. Nee. Zeige ich vielleicht ein andermal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Oh, da überholen jetzt auch schon. Ja, ja, die Berliner Autofahrer. Sehr nett. Bus reinlassen? Nee, muss ja nicht sein. Oh, 4 Meter Höhe. Da gibt es wohl gleich irgendwie eine Brücke. Da sollten wir ja durchpassen. Und bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das der hier schon ist. Ja. Na. Na. Schade. So. Für uns geht es da vorne noch geradeaus. Andere Linien nehmen da gleich wohl einen anderen Kurs. Ja, wie gesagt, es kann auch einfach sein, dass ich euch demnächst auch mal ein paar andere Szenarien zeige. Ich habe ja meistens die Karten immer bei gut Wetter gefahren. Einfach weil es bei OMSI, finde ich, also gerade so einige Sachen, so Nacht und Regen, ist manchmal, sieht es echt einfach nicht so schick aus, finde ich. Ich meine nicht, dass es jetzt hier sonst das grafisch super geniale Spiel ist. Es ist halt, finde ich, einfach, ja, ich finde, es reicht. Aber... Ey, da ist da echt... Uhuhuhu. Mach nur Straße. Viel Platz war da nicht. Hallo. 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 Hier eigentlich ganz, wie warm ist es jetzt überhaupt? 19 Grad. Ja, das ist eigentlich schon mal in Ordnung.
Mal schon mal hier. Upp, Blinker an. Und ab geht's. Wir geben ein bisschen Gas. Ist hier gerade 30? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich ignoriere es einfach. Ja, hier ist schön Halte, Parkverbot, was auch immer. Hauptsache Verbot. Da frage ich mich ja, haben die Leute, sind die wirklich die Strecken abgegangen und haben sie dort die Schilder exakt gesetzt? Machen die sich wirklich so viel Arbeit? Ist halt immer schwer zu beurteilen, wenn man das nicht sozusagen direkt sieht. Hier ist eine 30er-Zone, da habe ich aber Glück gehabt, dass sie sich jetzt nicht angefangen haben zu beschweren. Ja, schön an Szenarien ist natürlich auch, man spielt da etwas, was die Erbauer sozusagen vorgegeben haben und wo sie sagen, ja, das ist doch mal vielleicht ganz nett zu fahren. Also das hier ist jetzt ja scheinbar eher so ein schöner Einstieg in die Karte. Ich sage einfach mal, dass das hier vermutlich die Haltestelle ist, Schweizer Hofpark. Und weiter geht's. Ah, ja, schön, dass wir wieder 50 fahren. Gib Schub. Leo-Beck-Straße. Ist das die hier? Ja. Mensch, das sind aber auf einmal viele Haltepunkte. Halts, wollte ich gerade sagen. Es sind viele Halts. Viele Halts. Halt du, viele Halts. Muss kriegst Hals von den vielen Hals. Oh. Davon kriege ich Hals. Es ist ja klar, dass die Ampel hier rot wird, wenn ich los war. Ja, es tröpfelt immer noch leicht. Hat mein Kollege ja sozusagen Glück gehabt, dass er Feierabend hat. Man kann hier, das finde ich auch ganz geil, das zeige ich mal eben. Man kann hier durchschalten. So, Kraftstoff, Druck, Bremsdruck etc. Finde ich super. Ich kenne mich ja mit Bussen jetzt nicht. Also, wie das in echt bei dem Bus aussieht, kann ich ja wirklich bei Weitem nicht beurteilen. Ist halt ein MAN-Bus, ein Doppeldecker, sehe ich. Und er fährt sich wie ein Bus. Gefühlt wie die anderen auch. Hui, da habe ich aber, ich würde sagen, mal eins scharf gebremst. Ich glaube, die Frau will gar nicht bei mir einsteigen. Was ich mal eben testen kann, ändert sie ihre Meinung, wenn ich ein Stück näher ranfahre? Manchmal ist das ja so. Blö. Die wartet auf was anderes. Ja. Ja, super Idee. Wahrscheinlich biegst du auch noch rechts ab, du Assi. Na gut, ich bin ja auch selbst schuld. Bin angefahren, nicht wirklich los. Das macht man doch nicht. Ey, ich wundere mich eigentlich, warum ich echt noch kein Szenario gezeigt habe. Kann mir das mal einer erklären? Sicher, dass du da stehen bleibst? Echt? Cool, das ist auch ein Geisterfahrer, gar kein Fahrer drin, ne? Passiert ja manchmal bei einigen Autos, die fahren einfach auch ohne Fahrer. Hier vorne ist dann der Birkenknick. Ich finde das eigentlich sehr schön, wenn die Haltestellen so gelegt sind, dass in die eine Richtung ich das sozusagen schon sehe, bevor ich bei der Haltestelle ankomme. Wie gesagt, zu Beginn hat es mich dann doch manchmal etwas sehr irritiert, wie das hier ist, dass ich
hier halt mal eben kurz gucken beim Aussteigen, dass ich hier, genau, hier oben sieht man auch eine Kamera, sonst bräuchte ich eigentlich gar nicht. Schalte, glaube ich, eh mehr oder weniger automatisch um. Ja, dass ich halt nicht bei jeder Haltestelle halte, die als Haltestelle angezeigt wird. Ist halt, ja, ungewohnt. Ja, wenn ihr zu einer der Karten, die ich schon gefahren habe, auch nochmal vielleicht ein Szenario sehen wollt, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich bin da eigentlich recht offen und vielleicht solltet ihr auch nochmal ein Szenario in Chicago machen. Irgendwie Ziel ist, schaffen sie, oh hier am Rehwechsel, schaffen sie eine Strecke ohne Absturz oder so. Ich weiß echt nicht, was da los ist. Also ich glaube, das hat momentan einfach mit dem aktuellen Umsee ein paar kleine Problemchen. So, solange kein Fußgänger angerannt kommt, geben wir mal ein bisschen Schub. Das war jetzt am Rehwechsel. Das nächste ist die André-Zeile. André-Zeile. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Terminus. Lesliste Gras hier. Ja, und da fahren wir gerade falsch. Das passiert halt, wenn man die Strecke noch nicht gefahren ist. Muss man eben kurz umstellen. Stell dir vor, das würde beim Busfahrer passieren. Oh, sorry, ich bin zu weit gefahren. Upsa. Ja, das passiert, wenn man von der Tastatur auf die Maus umstellt. Hier war das, ne? Ja. Ja. Schön verkackt. Eigentlich eine ganz gute Fahrt. Nochmal eben schnell verkackt. André-Zeile. Terminus. Ja, ihr dürft auch gerne aussteigen. Ach, seid nur noch ihr zwei, echt. Mal eben kurz gucken. Ist hier oben noch einer? Na. Nö. Das war's. Oh, ist das eine schicke Sitzmuster, was auch immer. Ja, das war's mit meiner ersten Berlin X10 Aufnahme. Also der ersten Strecke. Es sind hier zwei Episoden geworden. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage bis zum nächsten Mal. Ich fahren darf. Ja, die, eieiei, das fängt ja gleich richtig gut an. Ups. Das fängt ja richtig, richtig gut an. Da rammt mir auch noch der Polizeiwagen. Das Gute ist, dadurch darf er eigentlich nicht so lange brauchen.